Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitstreiter, zusammenarbeiten? Ja, aber natürlich arbeiten wir zusammen. Ich meine, diese Konferenz ist doch ein wirklich großartiges Beispiel für Zusammenarbeit. Dass wir hier in der Deutschen Nationalbibliothek sein können, nochmal einen ganz herzlichen Dank an Frau Niggemann und alle, die das unterstützt haben. Aber auch, dass so viele andere Institutionen sich zusammengetan haben, um diese Konferenz zu ermöglichen, das beweist doch, dass Zusammenarbeit Teil unseres Alltags, Teil unserer geliebten Wirklichkeit ist. Und dass wir alle zusammen hier kommen, um einen Beitrag dazu zu leisten, damit dieser wichtige Diskurs über den Zugang zum kulturellen Erbe in einer immer mehr digital geprägten Zeit weitergeführt werden kann. Also für die Partner der Konferenz, und es sind viele, aber auch für die Referenten kann ich sagen, Zusammenarbeit, das ist Teil des Alltags, des Selbstverständnisses. Und wie sollte das auch anders sein? Wir leben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, die kann ja nur funktionieren, wenn man zusammenarbeitet. Also Zusammenarbeit ganz selbstverständlich. Nein, ich glaube, das ist sie nicht. Zusammenarbeit ist eben kein Selbstläufer, nur weil sie vernünftig ist, nur weil sie technisch möglich ist. Sicher, klar, meist ist Zusammenarbeit sinnvoll, ist mehr als die Addition der Teile und die Technik, gerade die Digitaltechnik, das Internet ermöglicht Formen der Zusammenarbeit, die es früher so nicht gab. Aber ist es deshalb tatsächlich selbstverständlich? Zusammenarbeit ist so ein bisschen wie Weltfrieden oder Gerechtigkeit. Keiner stellt sich hin und sagt, er ist dagegen. Und trotzdem, Zusammenarbeit ist kein Selbstläufer. Wir müssen zusammenarbeiten wollen, wir müssen zusammenarbeiten dürfen und wir müssen es schließlich auch tun. Und wir müssen uns dazu ganz ehrlich fragen, wollen wir wirklich zusammenarbeiten? Ich meine, in Sonntagsreden wie diese hier, klar, da wollen wir alle zusammenarbeiten. Aber auch im Alltag, wenn das etwas von uns fordert. Und ja, das ist so, Zusammenarbeit fordert. Wir müssen uns zum Beispiel auf Standards einlassen. Ich kenne Institutionen, Gedächtnisinstitutionen, da hat nicht nur die Institution ein eigenes Erfassungssystem, was sich an überhaupt keinen Standards orientiert, da hat sogar jede Abteilung ihr eigenes Erfassungssystem. Und das ist schon schwer, abteilungsübergreifend zusammenzuarbeiten, von institutionsübergreifender, länderübergreifender, spartenübergreifender Kooperation ganz zu schweigen. Ich traue mich nicht so richtig, das hier zu sagen. Wir sind hier schließlich in der Deutschen Nationalbibliothek. Und nicht nur, dass Bibliotheken über 3000 Jahre Erfahrung mit der Erfassung und Systematisierung von Wissen haben, gerade die Deutsche Nationalbibliothek ist natürlich ein ganz wichtiger Treiber auch von Standardisierung. Aber es geht nicht um die Bibliothek hier nur, sondern es geht auch um viele kleine Bibliotheken mit Sonderregelung, auch sowas gibt es. Und es gibt die großen Bibliotheken überall auf der Welt, die brauchen gemeinsame internationale Standards, müssen sich verständigen und tun das im Übrigen auch. Und es geht um die Archive und Museen, deren Ordnungssysteme ganz anders entstanden sind, anderen Kriterien gehorchen und sie sich auch auf Standards verständigen müssen. So etwas, nein, so etwas ist kein Selbstläufer. Außerdem muss man sich bei guter Zusammenarbeit an einem gemeinsamen Ziel orientieren und Institutionsegoismen hinten anstellen. Aber in Institutionen arbeiten nun mal Menschen mit ihrem Stolz, mit ihren Eitelkeiten, mit ihren Empfindlichkeiten und auch mit ihrer Trägheit, irgendetwas zu ändern, nur weil man Rücksicht nehmen muss auf irgendeine andere Institution sonst wo, mit der man zusammenarbeiten will. Wir müssen Zusammenarbeit von Anfang an mitdenken, sozusagen in der Wurzel eines entstehenden Baums muss das angelegt werden. Wenn die Krone, die Baumkrone erstmal oben gen Himmel wächst, dann ist es ganz schwer, die Wuchsrichtung noch zu ändern. Das ist Arbeit. Zusammenarbeit ist Arbeit. Das ist kein Selbstläufer. Dürfen wir das überhaupt? Dürfen wir denn überhaupt zusammenarbeiten? Ja klar, natürlich. Wieso sollte das verboten sein? Ja, wirklich? Ist das so klar?
Wer von Ihnen hier kennt nicht ganz tolle Projektideen, die an den Strukturen der Förderung gescheitert sind? Und zwar nicht etwa, weil zu wenig Fördermittel da waren, sondern weil Bund und Land nicht zusammen fördern konnten oder die Kommunen nicht oder weil man Querschnittsprojekte nicht zuordnen konnte, nicht der Kultur oder der Wirtschaft oder der Wissenschaft und oder weil es um eine Kooperation ging, in dem auch Unternehmen eingebunden sind. So etwas geht dann oft nicht. Und es kann durchaus sinnvoll sein, dass Kultur und Wissenschaft gemeinsam gefördert werden. Es kann sogar sinnvoll sein, dass die Wirtschaft sich in Projekte einbringt, wenn, und das ist ganz wichtig, wenn die Bedingungen stimmen. Es sind nicht nur die Förderstrukturen. Insgesamt ist das Recht häufig ein Hindernis. Das gilt besonders für das Urheberrecht, gelegentlich auch für den Datenschutz. Und in beiden Bereichen werden ja legitime Interessen geschützt. Und das will ja auch niemand in Frage stellen. Die Schwierigkeiten, die wir haben in den Kulturinstitutionen, das sind Kollateralschäden. Wir wollen aber die damit verbundenen Fragen bewusst nicht in den Mittelpunkt der Konferenz stellen. Das macht nur depressiv. Klar ist aber, im Digitalen ist eben jede Nutzung zwingend mit Kopierprozessen und damit mit Vervielfältigung verbunden und damit ist im Digitalen alles urheberrechtlich relevant. Und urheberrechtlich relevante Nutzungen sind nicht nur deshalb erlaubt, weil es sinnvolle Kooperationen von ehrenwerten Gedächtnisinstitutionen sind. Man weiß im Digitalen häufig nicht, was man darf oder was man nicht darf und vieles. Und obwohl die Schranken in Deutschland, also jene Bestimmungen, die die Handlungsmöglichkeiten für Kulturinstitutionen beschreiben, gerade reformiert werden, es ist vieles immer noch unklar. Man weiß ja noch nicht mal, oder man kann ja noch nicht mal länderübergreifend ein E-Book verleihen. Also da ist noch viel zu tun, gerade in Europa. Die Schranken sind nicht einheitlich geregelt. Was man in Deutschland darf, darf man deshalb noch lange nicht in Frankreich oder Spanien und umgekehrt. Und in den USA ist es ganz anders. Mit Blick auf das kulturelle Erbe ist dort vieles sehr viel einfacher. Also dürfen wir zusammenarbeiten? Ja, grundsätzlich ja. Und diese Hindernisse, die ich eben genannt werde, die gibt es, aber die sollten wir nicht als Vorwand nehmen, um uns vor Kooperation zu drücken. Wie so oft? Digitalisierung. Digitalisierung ist ein Katalysator. Sie ermöglicht Zusammenarbeit, sie erleichtert Zusammenarbeit, aber sie erschwert gelegentlich auch Zusammenarbeit. Es kommt eben darauf an. Natürlich ermöglicht Digitalisierung Zusammenarbeit. Also so etwas wie die Wikipedia, um mal ein besonders prominentes Beispiel zu nehmen, das wäre ohne Internet, ohne Digitalisierung in der Form, wie wir es jetzt haben, nicht möglich. Das konnte sich erst entwickeln aufgrund der Entwicklung der Technologie und dem, was sich dort entwickelt hat an Kontrollmechanismen, die Missbrauch verhindern und trotzdem die Zusammenarbeit von so vielen koordiniert. Digitalisierung erleichtert auch Zusammenarbeit, Webservices für Normdaten, die Entstellung von individuellen Erfassungseingaben treten, Konkordanzen, Verschlagwortung, schnelle Kommunikation, die vielfältigen Kommunikationskanäle, all das erleichtert die Zusammenarbeit. Aber auch hier gilt, nichts kommt von alleine. Webservices müssen halt genutzt, Konkordanten sind erstellt, Standards angewendet werden. Und das müssen wir wollen und das müssen wir dort dürfen. Und ob wir das dürfen, dafür ist von ganz großer Bedeutung, gerade bei Standards, ob das offene und freie Standards sind oder nicht. Und auch das möchte ich hier benennen, natürlich erschwert Digitalisierung auch Zusammenarbeit. Wir sind immer noch in einer Umbruchsphase, Technik entwickelt sich rasant und wer kennt von uns das nicht, dass er eine E-Mail bekommt und den Anhang nicht öffnen kann. Wenn ich einen Brief bekomme und da liegt etwas bei, dann kann ich das lesen. Das ist bei einer E-Mail nicht zwingend so. Auch hier ist wieder wichtig, sind das offene und freie Formate. Und Kopierschutz und proprietäre Formate sind ein großes Hindernis, gerade auch für die langfristige Sicherung. Die Bedeutung des Rechtes hat natürlich exponentiell zugenommen durch diese Konstellation.
dass alles urheberrechtlich relevant ist. Die Ansprüche erschöpfen sich nicht mehr, wie bei unkörperlichen Werken, nicht mehr im Werkstück. Alles wird komplizierter, auch außerhalb der Institutionen. Was ich bekomme, wenn ich ein Buch kaufe, wir sind hier in der Bibliothek, das weiß ich. Das darf ich lesen, verkaufen, verleihen, vererben. Aber was ich mit einem E-Book darf, das steht in unverständlichen Geschäftsbedingungen, die meisten wahrscheinlich nie gelesen haben. Ich erwerbe keine Sache mehr, sondern eine Lizenz, deren komplizierte Bedingungen ich einhalten muss. Aber mit rechtlichen Ausführungen will ich hier nicht allen die Laune verderben. Wir sind hier, weil wir zusammenarbeiten wollen. Nicht blauäugig, aber dort, wo es sinnvoll ist. Und wir wollen diese zwei Tage nutzen, um darüber zu sprechen, was sind die Bedingungen für gute Zusammenarbeit, was sind auch die Hindernisse, die wir überwinden müssen, aber wie können wir gut zusammenarbeiten? Ich wünsche mir sehr, dass der Geist der Zusammenarbeit, der die Ausrichtung dieser Konferenz möglich gemacht hat, auch diese Konferenz bestimmt, vor allem aber unsere alltägliche Arbeit dann auch bestimmt. Denn Zusammenarbeit ist kein Selbstläufer. Wir müssen es wollen, wir müssen es dürfen und wir müssen es tun. Vielen Dank.